Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, der Rayon ist wieder da und es kann weitergehen. Und wir sind immer noch in der gleichen Aufnahmesession. Ich kann es einfach nicht lassen. Das Spiel ist einfach mal so nice. Ich kann nicht aufhören, das zu spielen. Das ist unglaublich. Ja, hier müssen wir lang, ne? Wir folgen ja immer noch der Spur von Brom, der sich ja quasi blutend hier aus dem Lager rausgeschleppt hat. Wie an den Wächtern vorbeigekommen ist, ist mir schleierhaft. Wie hört dieses Messer? Hat jemand Brom damit angegriffen? Wenn das jemand getan hätte, warum sollte das Messer hier stecken lassen? Scheint noch mehr Blut zu sein. Und es führt von hier weg. Okay. Ich hoffe übrigens auch mal inständig, dass mein Aufnahmeprogramm den Export von 6 Videos gleichzeitig überlebt. Oder besser gesagt, auch die Videos das überleben. Aber ich vertraue einfach mal auf die Technik. Soll uns jetzt nicht interessieren. Wenn ihr das jetzt seht, haben wir es sowieso am Ende geschafft. Also, ja. Da, ein Eimer. Ein Eimer? Hat jemand das Blut ins Lager gebracht? Aber wieso? Mord vortäuschen? Die Blutspur endet hier. Aber der, von dem sie stammt, muss auch Spuren hinterlassen haben. Mhm. Dem folgen wir jetzt auch. Kann es auch sein, dass das die erste Quest ist, wo wir am Ende nicht gegen eine Maschine, sondern gegen einen menschlichen Gegner kämpfen müssen? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil ich denke, die werden heftiger sein, menschliche Gegner. Denn Maschinen folgen Angriffsmustern. Die kannst du einschätzen, was die machen. Ob die dir folgen oder ob die irgendwo feststecken oder verweilen oder pipapo. Aber Menschen kannst du nicht einschätzen. Also habe ich sogar das Gefühl. Also wir werden es ja sehen. Vielleicht ist es ja ganz anders. Und ich vermute hier gerade nur was Falsches. Werden wir dann ja gleich sehen. Da vorne. Oh, Scheiße. Schaffen's in die Gebüsch. Ich schaff's nicht. Wieso schon wieder so viele Wächter? Ins Gebüsch. Okay, der eine ist im Suchermodus. Die alle sind im Suchermodus. Scheiße. Mal, die entdecken mich hier nicht. Sonst bin ich tot. Das Gute ist, dass das nur Sucher sind und hier keine Plünderer sind. Das ist mein Schätzchen. Der andere das auch einfach nicht checkt. Der Nahkampfangriff ist so mega OP. Das ist einfach schön. Wächter sind einfach kein Problem mehr für uns. Mit dieser Strategie sind Wächter einfach so. Was? Du verfügst über ungenutzte Waffen, Outfit-Modifikationen, Okay, warte, das machen wir gleich. Kein Problem. Inventar. Outfits. Haben wir doch an. Meinst du genau? Ja, das sind die Rohstoffe, Schatzkisten, Spezialobjekte, Munition. Was hat er genau gemeint mit Outfit? Wir haben Outfit an. Wir haben Outfit an. Ja, haben wir. Aber ich habe euch ja in die Kommentare schreiben lassen, welches Outfit cooler ist. Ich kann das noch nicht berücksichtigen, weil ich die Kommentare noch nicht lesen kann. Ich nehme ein Stück auf. Aber ab der nächsten Folge sollte ich es gelesen haben können. Gelesen haben können. Was hat er bitte für einen Satz? Ja. So. Die Scherben wir am Ende haben, da können wir uns was richtig Nices kaufen. Ist da noch irgendein Wächter, den wir nicht geplündert haben gerade? Da drüben. Siehst du, Reinholz haben wir schon fertig. Jetzt will nur noch von den Läufern die Lohen sammeln. Okay, sollten wir aber hinkriegen. Dann haben wir bei der Hauptquest gar nicht mal so viel zu machen. Da haben wir die ja eh nebenbei gemacht, während wir Nebenquests machen. Finde ich schön. Weil ich finde auch Nebenquests bei solchen Spielen mega wichtig, weil die einfach von der Geschichte mehr erzählen und der ganzen Story einfach mehr Tiefe geben, als wenn man nur strikt so eine Hauptquest verfolgt.
meine, es kann trotzdem cool sein, wie man an anderen Spielen beispielsweise Uncharted sieht, wo es ja auch keine Nebenquests gibt, wo man auch nur strikt eine Hauptquest verfolgt. Aber ich finde, bei so Open-World-Spielen muss es gute Nebenquests geben, die auch wirklich Sinn machen. Und nicht nur, geh dahin, hol mir 30 von denen und komm wieder zurück und solche 0815 Nebenquests, was ich gar nicht mag. Nebenquests müssen bei mir trotzdem eine Story erzählen, auch wenn es ein Nebenquest ist. Verrückt. Ob das Blut im Lager wohl von diesem Eber stammt? Ja, kann ich nur suchen? Falls Brun das war, warum soll sein Volk glauben, er sei tot? Und wozu den Schrein schänden? Ja, Schreinschändung wäre nicht ganz so ehrenhaft, aber warum sollten wirklich Leute glauben, dass er tot ist? Ich meine, was gäbe es für einen Grund, dass Leute glauben sollen, dass man tot ist? Ich meine, wenn man untertauchen will, wenn man verschwinden will von der Bildfläche. Da ist nicht sympathisches Zeug. Überaus nicht sympathisches Zeug. Blut! Was haben diese Plünderer denn da? Wenn nicht, wo ich mich reingucken kann, verdammte Scheiße. Scheiße, der hat mich fast gesehen, glaube ich. Okay, der kommt hier hoch. Finde ich nicht gut. Ich bin sichtbar. Die Maschine ist schnell. Ich bin sichtbar. Lassen? Hallo? Down. Alter. Aber die kommen jetzt alle da unten. Das finde ich nicht geil. Habe ich irgendwas, was, wo ich mich reintucken kann? Hier. Alter, das sind noch drei Plünderer, ne? Ist das richtig? Wächter. Ne, das sind Wächter. Kümmert euch wieder um euren Kram. Geht doch weg. Suchen die mich noch? Nee. Ich will jetzt looten. Also. Okay, das müssen wir strategisch angehen. Wenn wir uns da einfach reinkloppen ins Geschehen, werden wir es nicht überleben. Such mal mit. Das Ganze ein bisschen zu umkreisen. Die Wächter müssen weg. Kommen wir da ran. Kommen wir da ran. Oh shit. Munition! Nachcraften! Okay, geht einfach. Geht einfach weg. Lasst mich in Ruhe. Ich bin sicher. Zumindest für ein paar Minuten. Ich kann mich mal getrost. Versuche den zerstörten Wächter. Aber warum mussten wir jetzt den Plünderer angreifen? Habe ich gerade nicht ganz so mitbekommen. Aber es war ein epischer Kampf. Also von dem her. Ich finde das Kampfsystem bei dem Game so mega nice. Ich mag allgemein Spiele, wo man so wegrollen kann und so richtig freestyle. Wildschwein, ich bin hier. Bitte geh weg. Na gut, selbst schuld.
Hallo? Das war ein Nahkampfangriff. Du müsstest tot sein. Also Nahkampf ist anscheinend nur bei Maschinen mega OP. Bei fleischlichem Zeug nicht ganz so egal. Meine zerstörte Wächter. Ach, wir sind jetzt den Weg hier runtergegangen, da wir bitte. Okay. Okay, alles klar. Akzeptiere ich jetzt einfach mal so. Das wird schon, kann ich auch mal getrost. Ich habe deine Mutter getötet. Arme Sau. Du kannst mich mal verschwinde. Geh weg. Ist das als Busch? Nee. Geh doch weg hier, verdammt. Ist das als Busch hier vorne? Nee, ne? Der ist mir nicht sympathisch. Komm. Easy. Muss leise ablaufen. Das war ein nicer Eyeshot. Eyeshot vor allem. So. Weil Headshot kann man da nicht sagen. Headshot bringt bei denen ja nicht so viel. Du siehst mich nicht. Wenn man wirklich das Auge trifft von den kleinen Viechern, dann sind die wirklich... Man muss auch nur treffen. Hallo? Boah. Alter, was? Ja, okay, es reicht. Alter, wenn man das Auge nicht trifft, dann sind die so extrem gepanzert. Habe ich gerade gemerkt. Ich dachte, wenn ich die nur so treffe, als auf dem Körper und so, sind die schon leicht tot. Aber nee. Wirklich effektiv zu treffen ist nur das Auge. Was auch irgendwie logisch ist, weil die Dinger sind gepanzert. Reine Stahl und so weiter. Warum sollte man da sterben, wenn man einen Pfeil abkriegt? Aber in so ein objektives, visuelles Gedöns, was das Auge ja ist quasi. Ich bin ja ein Wissenschaftler, also deswegen entschuldigt mich da. War wohl mal ein Wächter. Wem auch immer ich folge, er hat ihn erledigt. Ein Wächter. Wenn es Brom ist, ist er sehr geschickt mit dem Speer. Alles klar. Alles klar, okay. Suchen wir weiter. Prüfe an, wenn sie. Ich konnte gerade nicht lesen, sorry, Spiel. Aber ich hatte lange nicht mehr so ein Spiel, was mich so lange wirklich an diesen Monitor hier gefesselt hat. Das ist unglaublich. Ich kann nicht aufhören zu spielen, das ist so schön. Also Leute, dieses Spiel ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Wer sich wer in seiner Spielebibliothek noch einen Platz frei hat, für mega heftig krassen Storytelling-Moment, der soll sich das Spiel auf jeden Fall holen. Was ist das hier eigentlich? Muss ich hier hoch, oder wie? Ja, anscheinend schon. Jemand hat diese Vorräte geplündert. Das ist hier war sehr lange ausgestoßen. Wozu jetzt Nahrung und Ausrüstung stehlen? Naja. Ist keine Spur. Das ist eine Spur, okay. Nice. Was hat es mit diesem Brom auf sich? Ich habe so das Gefühl, dass das mehr sein könnte wie eine einfache Nebenquest. Ich glaube, das könnte eine längere Geschichte werden. Aber egal, wir haben Zeit. Das Schöne an solchen Storyspielen ist ja, dass man keine Zeit bekommt. Aus dem Lager. Wozu sie erst stehlen und dann wegwerfen? Dann nehme ich mit. Kann man ja gebrauchen. Nachher sind wir der Dieb, weil wir die Sachen einfach dabei haben. Gab's ja noch nicht viele Spiele, die das so gemacht haben. Nee, gar nicht. Mein Ernst, das haben schon so viele Spiele gemacht. Dass man dann am Ende der Schuldige war, nur weil man die Sachen dabei hat. Gab's schon Momente, ja? In sehr vielen Spielen. Ich bring mich um! Ich Was? Bring mich um, bevor ich ihr weh tue! Was? Was? Nee! Nö! Du bleibst jetzt da oben stehen. Okay, wir klettern einfach mal rüber und gucken mal. Ich höre dir nicht zu! Du musst. Hallo! Bin da. Hi. Nicht springen. Ich schwör's! Ich bring mich um! Ich bring mich um, bevor ich ihr weh tue! Du
bist kein Geist. Was willst du? Geist? Dass du von der Kante zurücktrittst, Brom. Nein! Lass mich in Ruhe! Siehst du nicht, dass ich nachdenken muss? Wie soll ich denn nachdenken, wenn alle mich anschreien? Wir könnten jetzt einfach sagen, reiß dich zusammen, aber ich will auch eigentlich schon ein bisschen die liebe Aloy spielen. Und ich meine, wenn wir jetzt richtig hart reinhauen und den einfach anschreien, dann könnte das zu einer Impulshandlung führen, also wir bleiben ruhig. Bei so vielen Stimmen muss dir bestimmt der Kopf wehtun. Keine Angst, meine Stimme ist sanft und tröstend. Eine sanfte Stimme, wie Olaras. Das ist so lange her. Jahre. Ja, ich höre zu. Viel besser. Jetzt erzähl mal, was bedrückt dich? Die Geister der Vergessenen. Von der Urmutter verfluchte Seelen. Ihre Stimmen lassen mich nicht in Ruhe. Sie wollen, dass ich Dinge tue. Menschen wehtue. Wenn ich zu den Nora zurückgehe, muss ich vielleicht sogar Olara wehtun. Eher bringe ich mich um, als das zuzulassen. Musst du denn auf die Geister hören, Brom? Sie sprechen jetzt gerade mit mir. Sie sind immer da. Kümmern sich um mich. Leisten mir Gesellschaft. Helfen mir. Außer wenn sie schreien. So wie als dieser Jäger mich niederschlug. Schlag ihm den Schädel ein, sagten sie. Das tat ich. Brom, du lebst. Ui. Urmutter sei Dank. Verzeih, dass ich dir folgte. Ich musste selbst sehen, dass er okay ist. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein. Bitte, Schwester! Ich kann dich nicht schützen! Ich brauche keinen Schutz vor dir, Brom. Bist du sicher? Jetzt gebe ich die falsche Frage, weil es fühlt sich nicht richtig an. Das ist die richtige Antwort. Oder besser gesagt, die richtige Frage. Er fürchtet, dass diese Geister, die er hört, ihn gegen dich aufhetzen. Kann deine Stimme sie verstummen lassen? Ja, so wie es vorher war. Er hat nur einmal jemanden verletzt, der ihn provoziert hat. Ich will dir nicht wehtun. Aber die Vergessenen, ihre Stimmen. Mein Kopf ist voll von ihrem Geschrei. Er ist eine Gefahr für andere. Das mag zwar stimmen, aber allein ist er komplett aufgeschmissen. Er braucht jemanden. Und er braucht seine Schwester. Für die Rückkehr zu den Nora ist Brom noch nicht bereit. Aber er wird dir nichts tun, Olara. Ich weiß, wo ich bleiben kann. Eine Höhle im Berg der Urmutter. Dort könntest du mich besuchen, solange ich stark bin. Das bleibst du, Brom. Ich helfe dir. Danke, Aloy. Ich kümmere mich jetzt um Brom. Mögest du ungehindert von den Vergessenen ins ewige Gedächtnis der Urmutter eingehen. Klang sehr spirituell. Gut gemacht, Aloy. Wir haben die richtigen Worte getroffen, denke ich. Nebenquest abgeschlossen. Die der Vergessene. Die der Fall. EP des Todes. Nice. Finde ich gut. Finde ich auf jeden Fall gut. So, jetzt haben wir nur noch die Hauptquest. Oder haben wir jetzt doch irgendeine Nebenquest? Nee, haben wir abgeschlossen. Okay, dann müssen wir noch Reinhold sammeln und von den Läufern das Zeug holen. Aber Leute, das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Da werden wir uns auf jeden Fall auf die Jagd nach diesen ominösen Läufern. Die haben wir ja schon gesehen und glaube ich sogar schon mal einen getötet im Intro damals als kleines Mädchen. Ja. Das werden wir in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ja. Heute habe ich mal keine Bitte, was ihr in die Kommentare schreiben sollt. Ich mache jetzt erstmal einen Aufnahmestopp und lege mich aufs Ohr und bedanke mich. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis morgen, 15 Uhr. Ciao.